Vertreter der drei linken Parteien hier im Thüringer Landtag haben heute einen Untersuchungsausschuss eingesetzt zu einem Ermittlungskomplex der organisierten Kriminalität, zu dem unter anderem auch verdeckte Ermittler eingesetzt waren. Wir als AfD-Fraktion hier im Thüringer Landtag haben uns dagegen ausgesprochen, weil ich als Polizist dazu sagen muss, dass mir die Gefahr, die das bedeutet für die damals eingesetzten Beamten, für die Polizeibeamten, für die verdeckten Ermittler und auch für alle anderen eingesetzten Kollegen zu hoch ist. Es geht um organisierte Kriminalität, um verdeckte Ermittler. Deswegen haben wir den Ausschuss abgelehnt.